Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde XCOM Enemy Within. Und in der letzten Folge habe ich hier leider so ein bisschen unfairen Cut für euch gesetzt, mitten im Kampf. Aber hier wartet noch so ein kleiner Sektoid auf uns. Und wir müssen uns beeilen, wenn wir uns den Meldkanister hier sichern wollen. Deswegen werde ich mal probieren. Unser Tim sieht ihn leider nicht. Unser Sean natürlich auch nicht. Und der hinten sowieso nicht. Wie sieht es denn bei dir aus? Du bist flankiert. Du kannst erstmal hier in Stellung gehen. Dann solltest du nicht mehr flankiert sein. Du bist schon mal in Sicherheit. 55% und du hast hier das Holo-Ziel. Das heißt, wenn du daneben schießt, treffen die anderen besser. Nein, du triffst ihn sogar. Unser neuer Chinese scheint sich sehr gut anzustellen. Dann kann unser Mariachi mal hier den Meldkanister sichern. Sehr schön. Schon haben wir wieder 10 Meld. Das müssen wir auch langsam mal ausgeben. Wir sammeln schon so viel, ist mir aufgefallen. So, dann ziehen wir mal nach. Hier hinten ist der nächste Kanister. Gut, das schon mal zu wissen. Aber ich weiß noch, dass hier oben oder da hinten noch ein Sektoid auf uns wartet. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt aber mal alle in den Laden rein, damit wir da zusammenstehen. Weil hier sind auch noch zwei Sucher unterwegs, unsichtbar, und warten nur auf alleinstehende Opfer. Deswegen rein da. Und mal abwarten, wann die Sucher ankommen. Wir könnten natürlich auch so eine kleine Falle bauen, indem wir einen draußen stehen lassen. Das machen wir aber nicht, das wäre natürlich unfair. Und wir haben ja auch immerhin keine Rekruten dabei, die wir opfern könnten. Also hier Feldposten, falls einer ankommt. Spannung, was machen die Sucher? Wir hören sie. Wird einer gewürgt? Nein. Die fliegen hier noch rum. So, hier hinten raus müssen wir. Hier hinten sieht man schon im Schatten das Ding sich drehen. Das wollen wir uns natürlich holen. Die Frage ist nur, wie wir das am besten hinbekommen. So, einer hier an die Tür. Ich würde sagen, wir stimmen durch beide Türen gleichzeitig, oder? Das hat doch so ein bisschen Style, oder? So, unser Schwert an die andere Tür. Und im nächsten Zug schauen wir da mal rein. Ist natürlich noch gefährlich, weil hier draußen dieser kleine Sektoid lauert. Deswegen lassen wir mal jemand hier. Gehen wir hier an die Ecke und schauen mal, ob er schon hier drin ist. Oh je, er kriegt direkt spontan Feuer ab. Oh je, Mariachi, hast du mal direkt 2 Schaden reinbekommen. Das ist natürlich schlecht. So, was machen wir jetzt mit dem? Der steht jetzt hier natürlich schlecht. Er könnte Sturm und Schuss machen. Aber ich sehe ihn nicht. Ich weiß auch nicht, wenn ich... das ist ein Sniper, das heißt, er kann ihn nicht schießen, wenn er noch gelaufen ist. Tim ist auch ein Sniper. Das ist jetzt etwas bescheiden. Dann geh mal lieber in Deckung und lass mal das Alien kommen. Unsere Sniper richten das schon. So, machen wir mal Feldposten, falls die ankommen, die Aliens von draußen. Spannung, was macht der Sektoid? Oh, er sieht ihn. Oh nein, das ist ein Sucher. Und die Musik hier im Laden ist ja grandios. Na, leider daneben. Tim, das hast du schon mal besser gemacht. Aber unser Sworn dürfte jetzt auch nochmal schießen. Sworn, vielleicht kannst du ihn ja erledigen. Ich glaube an dich. Schade. Eher scheiße, dass du daneben geschossen hast. Mann. Oh je, unser Mariachi, der kriegt's ab. Er wird doch jetzt nicht der Erste sein, der uns verreckt. Nein, 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 nein. So geht das hier nicht. Da werden wir jetzt was machen. So, natürlich nicht in Sicht. Und das war genau, was ich gesagt habe. Wenn einer alleine steht, dann kommen sie an und strangulieren hier rum. Das geht natürlich gar nicht. So, unser Zang. Oder Shillong mit Spitzname. Baller das Ding mal weg von unserem Mariachi. Oh, ey, 91%, der schießt daneben. Was soll ich denn dazu sagen hier? Mann, 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 schmeiß dich gleich aus unserem Team raus. So, was machen wir denn jetzt hier? Solche Scheiße hier. Na, Elo, du wirst es jetzt richten. Komm hier, 80%, bis zu 4 Schaden, mach was. Das Vieh hat überlebt. Kannst dir schießen. 36%. Vielleicht kannst du es direkt heimzahlen. Mach es.
Sehr schön, dem hast du es gezeigt. Die stranguliert so keiner, so lang, so schnell keiner mehr, Mariachi, das sage ich dir. Dem hast du mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Mann, und der Rest von unseren Leuten schießt die ganze Zeit daneben. Was soll denn das hier? So, nochmal Feldposten. Ist immer noch ein Sucher da und ein Sektoid. Oh je, dann kommt er. Tim, bitte jetzt dieses Mal. Sonst werde ich sauer mit dir. Troll gegen ihn. Ja, okay, der war auch hinter der Wand, ne? Also, da muss ich ihn jetzt auch mal in Schutz nehmen, ne? Also, wer kann denn schon durch die Wand schießen? Also, es wäre ja auch Zauberei gewesen, wenn du es geschafft hättest. So, da draußen ist er. Sieht ihn nicht. War ja klar, doch, sieht ihn. Du bist natürlich leer geschossen. Heute ist mal. Komm, hau ihm mal eine Rakete rein. Mach ihn fertig. Ich hab keine Lust mehr. Baller ihn ab. Tschüss. Bye, bye. Mann, so, der kann mich mal. Was hat er jetzt davon? Keiner belästigt mich hier so schnell wieder. Ja? So, ich glaube, die haben was draus gelernt. Dann stellen wir uns mal neu auf. Unser Medkit haben wir natürlich schon benutzt. Das ist natürlich schlecht. So, du kommst hier an die Tür. Dann schauen wir gleich mal. Die Sniper müssen wahrscheinlich alle nachladen. Ja, kannst mal hierher laufen und dann nachladen. So, nachladen hier auf der 4. Ja, lad nach. Der Tim ist auch fast leer. Geht mal hier an die Tür und lädt nach. So. Und unser Maelo macht nochmal den Feldposten, falls einer ankommt. Draußen ist hier immer noch ein Sektoid. Aber ich glaube, der wartet draußen auf uns. Der kommt hier nicht rein. So, dann machen wir mal die Tür auf und schauen mal raus, was sich hier so tut. Wahrscheinlich ist das Ding schon abgelaufen. Nein, wir haben noch zwei Züge. Sehr schön. So, Mariachi, geh mal vor. Du hast links noch die Rüstung. Hast zwar schon ein bisschen was abbekommen. Du sicherst es das jetzt erstmal. Sehr schön. Und hier ist Ende. Das heißt, wir müssen hier oben lang. Die Frage, gehen wir? Wie gehen wir lang? Teilen wir uns auf? Ein Teil durch den Laden, ein Teil außenrum, weil hier gibt es noch ein ganzes Gebäude rein. Hier war auch dieser Sektoid. Ja, so machen wir das. So, dann gehst du mal hier an den Müllcontainer und lunst mal hier um die Ecke. Ist alles ruhig bis jetzt. Sehr schön. So, unser Zang muss nachladen. Schau mal hier um die Ecke, vielleicht siehst du schon was. Nichts, dann lad nach. Sehr schön, dann hat er nämlich auch wieder ein volles MG und kann schön rumballern. So, unser Tim, das ist der, der noch keine, doch, das ist der, die Truppensicht hat. Das heißt, er kann hier draußen auf der Länge auch was richten. Dann komm mal hierher, stell dich mal dahin. Wechseln wir mal auf die Pistole, damit du einen Feldposten machen kannst. Und Feldposten, sehr schön. Feldposten, kennen wir ja das Spiel. Und dann haben wir unseren Thrawn, der hat die Truppensicht noch nicht. Das heißt, er muss die Gegner selber sehen. Deswegen muss er vorne mit dabei sein. So, dann warten wir mal, was das Alien macht. Nein, wir haben noch ihn hier. Lad mal nach, du bist auch halb leer geschossen, Mariachi. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht so viel ab. Oh, wir hören was. Das ist wahrscheinlich der Sektoid, der da noch rumläuft. Den werden wir jetzt mal so ein bisschen einkesseln, würde ich sagen. So, dann gucken wir mal, wie wir uns hier vorwagen können. Wir könnten mal hier an die Tür gehen und mal aufmachen. Guten Tag, ist da wer? Alles ruhig. Sehr schön. So, dann gehen wir mal hierher und lunzen da mal raus. Ist da wer? Nö, auch alles ruhig. Sehr schön. Das heißt, wir können uns hier so ziemlich, hoffentlich, so ziemlich ungestört etwas vorwagen. Gehen wir mal hinter das Auto in Deckung. Nichts passiert. Gut. So. Und dann kommst du mal hier an die Ecke. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Und ich hoffe nicht, dass uns jetzt da jemand flankiert. Sollte er aber nicht. Wenn alles gut läuft. So, unser Tim. Er kann hier an den Container gehen. Dann haben wir, glaube ich, schon wieder alle bewegt. Nein, mit ihm können wir noch einen Feldposten machen. Da sind wir auch ein bisschen sicher. Hier wechseln wir schnell auf die Pistole, um Feldposten zu machen. Da wir im zweiten Zug nur die Pistole und nicht das Scharfschützengewehr verwenden können. So, Alien. Sektoid, zeig dich. Komm raus, du bist umzingelt. Dann kommen wir halt rein, wenn du nicht rauskommst. So einfach ist das.
So, Wie machen wir das am besten? Du gehst mal hier an die Position Ecke. bestätigt. Hier an die Ecke und lunst mal. So. Hier die Ecke scheint ja schon mal einigermaßen frei zu sein. Ich werde jetzt nochmal probieren, hier ins Auto zu positionieren. Schaffen wir das? Ja. Du kommst mal Engine down. hierher. Ich glaube, hier rechts ist keiner mehr. Der ist, wenn, im Gebäude drin. So, unser Sniper müssen wir auch mal nachziehen. Geh mal hier an die Reload. Autoecke. Da solltest du auch recht viel sehen, Tim. Sehr schön. Dann schauen wir mal, wie wir uns aufstellen, um hier Drücke reinzugehen. vor auf angegebene So, schau mal Position. direkt an die Tür mit dir, Zang. Und den anderen Sniper, unseren Thrawn, der ja eh sehen muss, die Leute. Was ist denn hier oben? Hier oben hilft mir aber auch nicht viel, obwohl er da oben war, das weiß ich. Dann gehen wir erstmal Jawohl, Sir. hierher. Gehen wir erstmal hierher. Wir können da auch nicht von oben reingucken. So, dann haben wir uns aufgestellt und warten nochmal, ob das Alien was tut. Ob sich zeigt. Wir hören es nur. Hört ihr das? Kam von da drin. Dann machen wir. Klopf, klopf. XCOM ist da. Oh. Oh. Wie viel haben wir denn hier? Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe noch eine Schredderrakete. Ich habe noch eine Schredderrakete. Kann ich die hier irgendwie einigermaßen reinballern? Ah, die Steuerung ist manchmal so etwas. Nein, bleib mal auf der Rakete. Ich will kurz die Karte drehen. Karte drehen, ja. So, und jetzt mal nochmal probieren. Nochmal hier so. Fummelig, fummelig. So, langsam. Na, nein, nein, nein. So, auf, mach mal. Kopf weg. Vielleicht treffen wir wenigstens zwei. Okay. Wir haben leider nur einen getroffen. Das ist natürlich bescheiden. Aber Versuch war es wert, oder? So, Tim. Nein, nicht mit der Pistole. Nein, 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 nein. Schieß mal schön mit deinem Präzisionsgewehr. Den Fehler ist mir das letzte Mal schon passiert, dass ich vergessen habe, die Waffe zu wechseln. So, und dann ballert direkt mal auch einen Präzisionsschuss da rein und hoffentlich triffst du das Scheißvieh. Nein! Nächstes Mal krieg Oh ich. je, ihr steht da ganz schön gefährlich. Und so wie es aussieht, bin ich hier auch nicht wirklich in Granatenreichweite. Sehr toll. Dann komm mal Verstanden, hierher, Kommandant. falls die sich hier rauswagen, und schmeiß mal eine Rauchgranate hierher, damit die jetzt hier Bravo, nicht das war gleich gut. umgeballert werden. So, jetzt haben sie nämlich Bonusdeckung. So. Wir könnten mal unseren Betäuber in die Stellung bringen. Ist aber ein bisschen schwer. Komm mal hierher. Unterwegs. Oh je. Hoffentlich schießen die keine Raketen oder Granaten. Die stehen ja jetzt alle gefällig zusammen. Ist natürlich bescheiden. So, Tim. Ich will dich mal hier hinterstellen. Vielleicht kannst du dann ja irgendwie da reinsnipen, wer weiß. Habe das Oh Ziel je, im die kommen Visier. alle da raus. Okay, der eine ist schon mal ein Feldposten. Okay. Beruhigen, Tim. Das kriegen wir hin. So, können wir denn einen wegbrutzeln? Das werden wir die erste machen. Ja, das können wir. Der darf aber nur drei oder weniger Schaden haben. Das ist natürlich bescheiden. Die haben alle voll. Das heißt, wir müssen erstmal draufballern. Okay. Wir fangen mal mit dem hier hinten an, weil der sieht nur den hier. So, dann probier ihn mal wegzuballern. Tim, auf. Nein, der hat schon mal daneben geschossen. Negativschaden. Das ist schlecht. So, was haben wir hier außen? Hier haben wir noch den einen. 55%. Oh je. Bitte treff. Okay, er hat noch zwei. Den könnten wir betäuben. Den könnten wir betäuben. Den könnten wir betäuben. Reicht das? Reicht das? Reicht das? Oder lieber hier? Ich würde sagen, oh, hoffentlich, Okay. das reicht nicht. Ah, der ist ja im Feldposten. Oh nein. Oh yeah.
Mariachi, hast du ein Glück gehabt. Mann, Mann, das habe ich ganz vergessen. Und wir... Okay. Wurzel ihn weg. Tschüss. Ein Plasmagewehr mehr für uns. Die müssen wir auch mal erforschen, damit wir die verwenden. Okay, der sieht nur den einen. Und der hier, der sieht beide. Er sieht beide. Er könnte auch notfalls eine Granate werfen. Die macht natürlich nur 3 Schaden. Aber so wirklich gut kann er die auch nicht hinwerfen. Ach, das ist immer so knifflig hier mit den Kackgranaten. Okay, er könnte den einen treffen. Dann hätte er aber noch eins. Okay, dann probieren wir erstmal hier. 78%. Komm, baller ihn weg. Jawohl, sogar kritisch. Sehr geil. Und schon ist nur noch einer. So. Oh, 47%. Komm, bitte. Bitte, 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 bitte. Oh, nur 3 Schaden. Der hat noch eins. Oh je. Der hat noch eins. Okay, er geht direkt in den Feldposten. Er hat Angst. Er hat Angst. Dann hier direkt nochmal drauf. Komm. Haut drauf. Daneben. Zieht ihn noch jemand? Daneben. Ja, hier. 40%. Auf, drauf. Daneben. Ach, was ein Scheiß hier. Ihr trefft nichts mehr. Das muss nämlich... Oh, wenn ich hier an die Deckung gehe, schießt er dann auf mich? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht riskieren. Ich will es nicht riskieren. Deswegen hier mal Feldposten. 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 Dann soll der Schwimmer mal rauskommen. Auf, mach was. Mach was. Oh je. 6 Schaden. Jetzt ist aber hinüber. Man hätte hier mal getroffen. Er ist zumindest jetzt in keinem Feldposten. Das heißt, wir kriegen ihn auf jeden Fall weg. Wir müssen auf jeden Fall hier in neuer Deckung. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, Swan sieht ihn nicht. Ach komm. Kann ich nochmal brutzeln? Kann ich nochmal brutzeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ich könnte nochmal. Geht das? Huhuhu. Komm, wir nehmen noch einen. Betäuben noch einen. Komm, hier. Brutzel. Sehr geil. Wir haben 2 betäubt. Ole. Wow. Wir haben aber 2 Verletzte. Aber wir haben 2 betäubt. Das hat sich richtig gelohnt. Also wir haben 10 Aliens getötet. Keine XCOM-Einsatzkräfte verloren. Sehr nice. Und konnten beiden Kanister sichern. Sehr schön. Und sehe ich schon, unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Ich habe ihn da mal ein bisschen überzogen. Aber wir fliegen jetzt noch zurück und gucken mal, was wir alles so bergen konnten. Schauen wir mal. Zeig ich mal her, was wir alles dabei haben. Meine. So, unser Strawn wurde zum Corporal befördert und ist 7 Tage leider verwundet. Komm, dafür kriegt er jetzt direkt mal die Beförderung und kriegt jetzt die Truppsicht. Sehr geil, Strawn. Unser Tim wurde zum Leutnant befördert. Jawoll. Er kann jetzt den verkrüppelten Schuss. Dieser Schuss setzt die Hauptwaffe des Ziels außer Gefecht. Der Gegner kann sich durch Nachladen reparieren. Kann keinen kritischen Treffer landen. 2 Runden Abklingzeit. Dann haben wir noch den Gefechtsscanner. Ein Abtaster, der 2 Runden lang eine neue Sichtquelle erschafft, sobald man ihn wirft. Kann pro Schlacht nur 2-mal eingesetzt werden. Den nehmen wir direkt mit. Da können wir nämlich um die Ecke lunzen oder etc. pp. Sehr schön. Und unser Zangshou, wie auch immer, ist natürlich 4 Tage verwundet. Schade um ihn. Und wir haben einen neuen Orden, internationale Ehrenkreuzplakette. Sehr schön, die werden wir in der nächsten Folge dann direkt verleihen. Und da wir 2 betäubt haben, haben wir 2 leichtes Plasmagewehr. 2-mal leichtes Plasmagewehr, sehr nice. 2 Sektoidenleichen, 2 Schwebergefangenen, 10 Waffenfragmente, 20 Meld. Unsere Sucher Frags, die könnten wir, glaube ich, auch mal erforschen, wenn wir es noch nicht gemacht haben. Und wir haben einen neuen Sturmsoldat und die Panik hat sich verringert. Denken Sie daran. So, und damit... Ich behalte dich auch im Auge, sage ich dir. Du Rat da. So, und damit verabschiede ich mich mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Tim. Ciao, ciao.